Boah, ey, ohne Scheiß, auch wenn das jetzt wieder nur satirisch gemeint ist, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ich werde einfach nur aggressiv. Was hat das denn jetzt mit der. Ey, ohne Scheiß, da werde ich auch wirklich langsam. Kriege ich Gewaltfantasien. Solche Leute. Hey, boing. So geht's doch im Intro gar nicht, ist oder? Ist doch egal, ich habe das jetzt extended gemacht, weil das die 58. Folge ist und die 68. Ich glaube die 67. Ist doch auch Wumpe. Haben wir schon gesagt, was wir bei der 70. machen? Ja, nein, haben wir nicht. Ist das geheim? Wir haben uns das gegenseitig gesagt. Ist das noch geheim für die Zuschauer? Müssen die dann bis zur nächsten Folge warten, die dann auch hören? Ja, okay, dann machen wir auf jeden Fall was ganz Besonderes zur 70. Ausgabe. Dann können wir es noch nicht verraten, schade. Ich hab's vergessen. Tja, vielleicht geben wir am Ende einen Hinweis. Ja. Ich hab's vergessen. Wir können ganz viele andere Dinge verraten. Tino ist da jetzt unser Kontaktmann. Der hat nämlich dichten Kontakt, ganz dichten, aber natürlich immer noch kontaktfrei, mit den Landesmedienanstalten Thüringen. Ja. Und der kennt sich jetzt bestens aus, warum wir illegal sind. Leute! Das war gerade nicht ernst gemeint. Das hier ist eine satirische, ironische, schwarzhumorische Sendung. Das sage ich jetzt jede Minute. Tino, warum mache ich das? Das machst du genau richtig. Und zwar, wir hatten es ja schon mal angesprochen in unserem Podcast, dass wir, dass eine unserer Sendungen nicht ausgestrahlt worden ist. Aufgrund von, naja, es war nicht ganz klar. Also wir dachten erst, es geht so ein bisschen um unseren Humor oder um falsche Aussagen, die wir getätigt haben sollen. Und da kam die Ankündigung von der Landesmedienanstalt, dass wir geprüft werden und dass sie sich bei uns melden. Und irgendwie kam... Die Landesmedienanstalt hat so die Hand unter unsere Hoden gehalten und hat gesagt, hustet mal. Ja, quasi, genau. Und wir haben jetzt gewartet und es kam ewig nichts. Und ich dachte, es wäre wieder irgendwie erledigt. Und gestern kam der Anruf tatsächlich, also Donnerstag gestern. Und... er kann jetzt verstehen, dass wir nicht Bescheid wussten. Es lief wohl in der Vergangenheit einiges nicht so ganz richtig. Bei dem, ja, es sind Sachen schiefgelaufen, so. Ich will das gar nicht mehr ausführen. Ja. Und deswegen hat er gesagt, haben wir Glück im Unglück und so. Und also von unserer Seite sind am wenigsten Sachen schiefgegangen. Und am meisten schiefgegangen ist seitens Landesmedienanstalt, dass sie nämlich nicht früher unseren Podcast gehört hat und gesagt hat, Alter, wie geil sind die denn? Das kann man so nicht sagen. Also wäre es schon ganz interessant, was jetzt passiert ist. Ja, ich will ja von vorne anfangen. Und zwar, er hört auch gerade zu, der Herr, der für uns verantwortlich ist. Es gibt nämlich jemanden, der... Ach du meine Güte, Grüße gehen raus. schon mal provisorisch alles Gute zum Geburtstag, frohe Weihnachten. Und ich hoffe, wir sehen uns mal, ne? Natürlich ja. 3 Meter Abstand, mindestens. Ja, er kümmert sich nämlich so ein bisschen um diese offenen Kanäle und um Menschen wie uns, die halt ehrenamtlich arbeiten. Oh, da kann sich gerne mal um meinen offenen Kanal kümmern. Ja, genau. Und er meint auch, er wird jetzt die nächsten Sendungen erstmal reinhören so und so ein bisschen gucken aufgrund der aktuellen Lage. Und es war nämlich so, lieber Herr Rodes, falls du nicht mitbekommen hast, wir haben in einer Sendung behauptet, dass wir bei Radio Lotte rausgeflogen sind aus dem Studio aufgrund von Corona, was natürlich so nicht der Fall war. Aber jetzt müssen wir behaupten, dass es nicht so war oder was, damit das passt. Ja. Ach so, krass, okay. Ja, nee, wir sind nicht dann sage ich das in Zukunft auch, okay? Nee, also pass auf, da wir eine satirische Sendung sind, so sind solche Aussagen okay, aber wir sollen jetzt irgendwie öfter verbraten und öfter sagen im Radio, weil das wohl nicht so ganz rauskommt im Radio, weil manchmal Menschen nur ganz kurz reinhören. Das wäre ein Unterschied zum Fernsehen. Ja, das ist aber deren Fehler, oder? Das wissen wir. Also wer Brennpunkt nur kurz hört, der ist ja generell auf der Nahrungskette ganz unten. Kann man so sagen. Und er sagte jedenfalls, dass wir aufpassen müssen, weil ein offener Kanal ist halt öffentlich und was wir sagen, kann uns halt angelastet werden. Und Behauptungen, die nicht stimmen, wie auch in dem Fall, wir sind ja nicht rausgeflogen, die Wahrheit ist ja, wir durften nicht rein. So, wir kamen gar nicht erst rein, wir wurden nicht erst rausgeflogen. Das ist ein großer Unterschied. Wir durften nicht erst rein. Und das hätten wir. Tino, jetzt gib doch zu, dass du einmal quer durchs Studio gehustet hast und dann. Das ist nicht wahr. Das ist gerade nur ein Spaß gewesen. Wir brauchen so einen Satire-Button, glaube ich. Wenn wir eine satirische Bemerkung machen, die nicht stimmt, einfach so einen Knopf drücken, wo dann rauskommt. Das ist cool. Achtung, Satire.
Ich würde mir gar nicht mal anmaßen, dass alles, was wir sagen, Satire ist, aber ich meine, aus dem Kontext sollte eigentlich jedem, auch der nur eine Minute einschaltet, meistens klar sein, dass es vielleicht ein bisschen Quatsch ist. Ja, sehe ich auch so. Das ist jedenfalls so die Sachlage und es ist so, also ich will nicht ins Detail gehen jetzt bei dem Punkt, weil auch vieles sehr intern ist. Jedenfalls. Oh, was ist denn jetzt passiert? Tino, hä? Ich glaube, dass... Warum kam jetzt so ein komisches Geräusch und warum sind wir plötzlich in diesem Meta-Podcast drin? Hier ist irgendwas passiert. Was ist denn jetzt los? Wir sind irgendwie rausgerissen worden aus... Hallo? Was ist denn los? Hast du vielleicht doch mehr gesagt, als du ursprünglich hättest sagen wollen? Ja, hier fliegt gerade ein... Schrägstrich sollen? Hier fliegt gerade ein Telegramm rein. Ja. Oh, weia, ja. Oh, Robin, verdammt. Wir haben zu viel gesagt. Hm. Wir haben zu viel gesagt. Mist. Ja, liebe Zuhörer und... Na, das wollen wir ja nicht. Zum Glück haben wir das nirgends veröffentlicht. So ist es. Liebe Zuhörer, für die... Und zum Glück hat auch niemand anderes das irgendwo veröffentlicht. Nein, dafür haben wir gesorgt, dass es nicht gesendet wird. Ja, liebe Leute, zur Erklärung. Hier wäre eigentlich etwas gekommen zur aktuellen Lage unseres Podcasts. Allerdings haben wir uns auf eigene Faust entschlossen, das nicht zu veröffentlichen. Ist deswegen auch irgendwie so ein Name hier verpiepst in dieser Folge? Hier ist Name gepiepst, weil ja, ist irgendwie wir haben komisch. Einen Menschen quasi nicht erreicht. Wir wollten ihn vorher fragen, ob wir ihn erwähnen dürfen und konnten ihn nicht erreichen. Der Herr Pieps, der Herr Pieps, du? Genau. Und deswegen haben wir uns entschlossen, da wir ihn nicht fragen konnten, ihn einfach mal auszupiepsen. Wie er auch heißt, Herr Pieps. Okay, schön. Das ist auf jeden Fall schön. Das Wetter ist auch heute schön. Und ein drittes Thema haben wir auch noch, was mit diesen anderen beiden Themen überhaupt nichts zu tun hat. Wir sind jetzt nicht mehr im Radio, Tino. Ja, genau. Wir hatten einfach nicht mehr so Lust, ne? Nee, ich würde sagen, das lassen wir so einfach mal im Raum stehen. Also es ist ein neutraler Fakt, der ist nicht schlecht, nicht gut. Das ist einfach jetzt die Zukunft des Brennpunkts, dass wir ab sofort nur noch online zu finden sind auf Spotify, Amazon, Spotify, Soundcloud und... Ich sag's, wie es ist, Tino. Ich hab dir gesagt, mir ist der Weg zu weit da immer in die Stadt. Ich bin faul geworden. Nein, der Grund ist in Wahrheit, ich habe hier so ein gutes Mikrofon stehen. Ja, das ist viel... Ich bin nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Technik. Ich wollte gerade wieder irgendwas sagen, dass es besser ist, aber ich habe auch ein tolles Mikrofon, was auf jeden Fall mithalten kann mit vielen Radiostationen, die es so gibt und wir... Es ist aber völlig wertungsfrei. Völlig. Es gibt ganz viele Radiostationen. Alle sind mindestens gleich gut. Richtig, ich war mal bei Radio Frei vor ein paar Jahren. Das war interessant in Erfurt. Okay. War eine gute Zeit. Okay. Aber es gibt auch andere Radiostationen. Nicht, dass wir an dieser Stelle jetzt Werbung machen. Denn Fall. Da redet Zukunftstino. Nee, warte mal, du bist Zukunft, du bist Gegenwartstino. Oh, ich bin völlig durcheinander hier. Das ist so rechtlich relevant, aber zum Glück wurde es nie veröffentlicht. Vergangenheitstino, der erklärt uns gleich nochmal was zu Werbung. Genau, denn Werbung darf man nicht machen. Werbung darf man nicht sagen. Na warte, nimm's jetzt nicht vorweg. Die Leute am Empfangsbolzen, ja, am digitalen Empfangsbolzen jetzt nur noch, die sind sowas von gespannt, was du uns jetzt zu Werbung sagst, Tino. Ist der Hammer. Ich bin auch sehr gespannt. Weißt du, wann das kommt? Wir sind auf jeden Fall jetzt völlig frei und freuen uns über neue Hörerwünsche. Es tut mir leid, der Narzissmus-Hörerwunsch hat sich durch Tinos Internet und so und durch andere Komplikationen ein bisschen jetzt verwurschtelt. Aber da kommt was, ja? Ja. Kauft einen Hörerwunsch und wir sehen uns drüben. Tino, dein Wort? Nein, ich nehme es auf mich. Ich und muss tschüss. Sagen, ich hatte jetzt... Und das nächste große Ding ist, was für uns eigentlich wichtig ist, dass wir auch werbefrei sein müssen. Das heißt, unsere Sendung darf nicht kommerziell sein und darf keine Werbung enthalten. Das, Tino hat mir so eine ganz lange Sprachnachricht geschickt und ich konnte gar nicht alles verarbeiten, ja? Aber... Das war auf jeden Fall so ein Ding, wo ich mich gefragt habe, haben wir denn jemals Werbung gemacht oder warum wird das jetzt so explizit gesagt? Ja, haben wir offenbar. Also, wir hätten Tino, das wäre jetzt deine Chance gewesen, Nein zu sagen. Also ich rede jetzt gerade in der Verantwortung unseres, ich habe gerade seinen Namen vergessen, will mal ganz lieb grüßen, den Herrn will ich kurz grüßen. Der hat mir nämlich gesagt, hier. Ja, dox den hier mal. Es ist ja sein Job, es ist ja öffentlich, es ist ja kein Problem. Ja, nee, der ist ja ein guter. Das genau, ist er auch. Herr, ja, ich hoffe, Sie sind nicht mit verwandt. Wo sind meine Fische? Aber ansonsten habe ich kein Problem mit Ihnen. Nein, und ich rede auch nur aus seiner Verantwortung gerade raus, dass wir wohl doch Werbung gemacht hätten. Ich sehe es ein bisschen anders, aber das ist ja... Also, Wenn wir auf den Brennpunkt-Hörerwunsch aufmerksam machen, der uns ja Geld in die Taschen spielt, ist das dann schon Werbung?
Das ist eben das, worauf ich vielleicht kommen wollte. Das weiß ich eben Oh, nicht schön, genau. Mann. Da wir ja auf, es ist ja eine Spende letztendlich, die diesen Also wenn Podcast. das Werbung ist, dann pisse ich in die Dachrinne, Leute. Also das ist ja wohl. Also klar, also ich verstehe das absolut, dass wir jetzt hier nicht sagen sollen, Supermarkt XY ist super geil, ja. Aber wenn wir sagen, ey, wir haben übrigens noch ein Bonusformat, was nicht mal im Radio kommt, also das ist ja wohl, also Naja, aber bitte. wir machen halt in der Sendung, die im Radio läuft, machen wir halt Werbung dafür, uns Geld zu spenden für diesen zusätzlichen Podcast sozusagen. Macht das nicht. Gebt uns ja kein Geld für einen Brennpunkt-Hörerwunsch, bei dem wir eine Stunde über ein Thema eurer Wahl reden. Macht das ja nicht. Genau. Also das ist vielleicht, weiß ich, ob das ausreicht, sich so zu distanzieren. Jedenfalls zählt das vielleicht mit rein. Und wir haben wohl doch des Öfteren. Wir sind übrigens eine Spaßsendung. Wir meinen hier nicht alles ernst. Danke. Und wir haben wohl doch öfter gesagt, dass wir gerne bei Herkules einkaufen gehen oder bei Rewe oder bei Lidl, bei Kaufland. Dürfen wir halt nicht mehr sagen. Also wir dürfen. Ich gehe überhaupt nicht mehr gerne einkaufen, seit es jetzt hier Maskenpflicht gibt. Nee, das ist ja die Merkel mit ihrer Maskenpflicht. Ja, die Merkel, ne? Können wir sagen, dass wir nicht gerne bei Herkules einkaufen gehen? Ich gehe nirgends gern Ich glaube einkaufen. schon, ich glaube schon. Jedenfalls Okay. dürfen wir schon Geschichten Also erzählen. wir dürfen hier Rufmord dürfen wir machen, ja? Rufmord nicht. Also wir dürfen auf jeden Fall Geschichten erzählen. So, ich war gestern im Herkules und so und habe da was gekauft. Aber Oder in irgendeinem anderen Supermarkt, den es gibt und der genauso neutral schlecht gut wir Mittel dürfen ist. halt Also ich diesen. habe gestern den Brennpunkt-Hörerwunsch für 20 € gekauft und es war wunderbar, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Aber es gibt auch andere Podcasts, die auch okay sind. Ja, also ich atme Luft, aber es gibt auch noch andere Stoffe, die man atmen kann, CO2. Jedenfalls dürfen wir es nicht hervorheben. Also wir dürfen nicht sagen, oh, Herkules ist übelst geil oder Rewe ist übelst geil oder Lidl. Wir sollen dann immer dazu sagen, es gibt auch noch andere Läden, die auch gut sind. Aber wir, So ein ja, Scheiß. ich weiß, aber wir waren halt gestern zufällig im Herkules. So. Aber also ohne Spaß, so wie du es jetzt als letztes gesagt hast, haben wir es auf jeden Fall noch nicht gemacht, dass wir irgendwie einen Laden übelst gehypt haben. Weiß ich nicht. Ich sehe es ja auch nicht Eher so. das Gegenteil, weil es gab ja diesen Zwischenfall mit der sexistischen Werbung da zum Männertag oder was das war. Eben, darauf sprach ich an. Aber es ging wohl konkret um die Sendung, die nicht gesendet worden ist. Also unsere Corona-Rausschmeißsendung. Da Okay. hätten wir wohl sowas gesagt wie, wir gehen gerne zu Herkules oder so. Keine Ahnung. Echt, ja. Naja, weiß ich auch Wir nicht sind ja mehr. krass. Solche kontroversen Meinungen hier zu vertreten. Thema Corona. Ich habe kürzlich aus Witz den Podcast nachgehört, wo es zum ersten Mal so richtig um Corona ging, wo Robin sagt, dass es ganz doll Panik mache und Bullshit. Ist. So Na, 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 rückblickend, na. doch, rückblickend Da ist das muss ich noch mal witzig. reinhören, aber. Robin Donald Also, Trump. ich weiß schon. Nein, nein, nein. Ich weiß schon, dass ich da ein bisschen zu entspannt war, so. Das ist übrigens ganz viele Wochen her, ja. Wir haben trotzdem darüber geredet, als noch keiner darüber geredet hat. Als das nur in China war. Aber ja. Ja, wo es hier so die ersten Auch 12 Fälle gab, glaube ich, oder ein bisschen mehr war das, wo dann in Weimar der erste Ja. Verdachtsfall war oder so. Oh, das ist aber, glaube ich, sehr spät gewesen. Wir waren doch noch bei dieser Konferenz hier im Ja, Stadtrat. genau. Das war ja relativ spät und da hat noch Peter Kleine gesagt, es gibt keinen Fall. Stimmt, das ist gar nicht so lange her, eigentlich, oder? Ich habe mein Zeitgefühl völlig verloren. Ja, ich auch ein bisschen. Aber wie dem auch sei, Dann, ich glaube, ja. da sind wir alle ein bisschen, ja, elegant werfe ich diesen Ball zurück ins Feld. Da sind wir alle vielleicht ein bisschen schuldig, das nicht ganz so ernst genommen zu haben, Super aber gerne. Ich trotzdem habe würde ich. Corona in einem Livestream mit allen anderen Schweinegrippen und BSEs verglichen, als die Infos noch nicht so raus waren damals. Also natürlich, wir sind alle schuld. Ja, Außer ich aber hatte schon dennoch. früh Angst. Ja, aber also da würde ich auch heute noch sagen, dass das vielleicht trotzdem einfach ein bisschen too much war. Also man muss schon so irgendwie ein gesundes Mittelfeld finden aus. Okay, ich nehme das jetzt ernst, aber ich mache jetzt hier irgendwie nicht, weißt du, komplett Habt ihr schon mitbekommen, Nature's Healing? Angst. The Nein. Klopapiers are returning back to the Rewe-Markt. Insbesondere Oh. Rewe. Nee, aber alle möglichen Läden natürlich Oder auch. Kaufland auch zum Beispiel oder Edeka. Sehr schön, Also sehr schön zu sehen. ich glaube, alle möglichen Läden, welche auch immer das sein mögen, haben jetzt auch so große Vorratspackungen gekauft. Also Franz hat jetzt, wir haben übrigens
vor 2 Wochen, nee, warte mal, vor 10 Tagen ungefähr, ist eine Packung Klopapier aufgebraucht geworden. Also seit ich in Köln war, bis vor 10 Tagen haben wir eine Packung Klopapier gebraucht. Das heißt 10 Rollen. Nur mal, um es im Verhältnis zu sehen für dieses Gehorte. Jetzt hat Franz aber hier so eine Doppel-12er, also 24 Rollen. Ich glaube, die Supermärkte, welche auch immer, ich sag jetzt mal nicht welche, die stocken jetzt extra mit so Riesenpackungen auf. Kacken ist Luxus halt, ne? Ja. Das nicht, aber alles danach. Ja, und noch abschließend dazu, wir dürfen auch keine Parteienwerbung machen übrigens. Also das ist ein bisschen schwierig. Also ich bin... Haben wir zum Glück niemals. Nie. Also ich bin auch... ich bin zwar in einer Partei, es stimmt, aber ich sage nicht, welche Partei. Nennen wir sie einfach mal die Partei. Du bist ja vielleicht auch in mehreren Parteien, das weiß man ja nicht. Ich sag nichts mehr. Also ich mag es. Ich bin in der NPD und die Linke. Ach toll. Und ich versuche dann immer so ein bisschen zu vermitteln. Man muss seinen Feind kennen. Wie bitte? Man muss seinen Feind kennen, sag ich. Ach so, ja. Apropos Feind kennen, die aktuellen Corona-Zahlen. Oh ja, bitte. Ich will ja nichts sagen, aber wir haben letzte Woche irgendwie so am Spaß gesagt, ey, wir nehmen jetzt schon für nächste Woche auf. Und da habe ich die Zahlen prognostiziert. Oh, du hattest wieder recht, Robin. Hast du mir gerade auf die Waage geschmuckt und es breit geschmiert? Ich dachte, dir gefällt das. Oh, doch, ja. Auf meinen offenen Kanal. Okay, also noch ist es natürlich nicht so. Ich habe für Sonntag, also bla, vor 7 Tagen prognostiziert 3,3 Millionen und wir sind aktuell bei 3,235 Millionen. Ach, weltweit, wie öde. Natürlich weltweit. Wir haben Todesfälle 233.000. Übrigens, die USA, Gratulation an dieser Stelle, als wir die weltweiten Millionen geknackt haben, gab es auch einen Applaus. Die USA haben jetzt die innerländlichen 1 Million geknackt und haben somit ein Drittel aller Fälle der Welt. USA sichert sich die Corona-Rechte. America allein. First. Ja, die wollen die Filmrechte haben. Gut. One day we und, will have all the Corona in the world. Übrigens, ja, wo wir gerade von kontroversen Aussagen im Brennpunkt reden. Seid ihr immer noch der Meinung, dass wir die 10.000 in Deutschland nicht schaffen? 10.000 Toten? Ja. Jetzt ist ja gerade ein krasser Anstieg so von den Toten her, ne? Korrekt. Wir sind jetzt bei 6.000 noch was, ne? 6.623. Haben aber total um die knapp 40.000 aktiven Fälle. Wie gesagt, wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe, es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, in welchem Zeitraum. Und wenn wirklich erst in einem Jahr ein Impfstoff kommt, dann ist das für mich keine Frage, ob wir das schaffen. Herr, ich mache hier Schaffen gerade in Gänsefüßchen. Wir haben ein neues Bild hier in der Sendung. Nicht mehr Herr Kleine. Ja, das ist scheiß auf Herr Kleine. Herr ist. Aber nur mit Liebe. Wir meinen das nicht böse. Es ist nur Spaß. Ich fühle mich gleich professioneller, wenn ich weiß, dass ich beobachtet werde. Da verhalte ich mich immer ganz, ganz ordentlich. Ja, also ich muss sagen, in Essen starb jetzt jemand, der tatsächlich auch wieder jung war. Das kommt ja mal selten vor. Und da gab es Berichte von einem... Das ist sehr selten, dass Leute wieder jung werden. Nee, das ist, dass sie jung sterben, meine ich. Und zwar mit 26, so ohne Vorerkrankung. Es ist ja so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man stirbt mit 26 an Corona, aber es ist nicht ausgeschlossen, was man in so einem Fall halt merkt. Ja. Und ich kritisiere... Das hat man natürlich bei allen Krankheiten so, aber das heißt natürlich nicht, dass man jetzt Corona verbreiten sollte, weil man jung ist, ganz klar. Aber meine Frage wäre jetzt, wen juckt denn bitte Essen? Außer wenn ich Hunger habe. Also mich nicht, ich schmecke nämlich nichts. Lel. Oh, stimmt, Essen, das ist ja mehrdeutig. Ja. So, jetzt haben wir auch die älteren Leute abgeholt mit unserem Humor. Ja, jetzt können wir wieder geschichtliche Ereignisse leugnen. Machen wir natürlich nicht, das war ein Spaß. Aber das wollte ich vorhin mal zwischengrätschen. Ja, wenn man, also wie ist das jetzt? Wir sind jetzt mal eine ganz professionelle Sendung, die auch im Fernsehen läuft und so. Mhm. Ist das ein Tabuthema? Mit schwarzem Bild einfach. Mit schwarzem Bild? Ne, mit so Ameisenkrieg hier, schwarz gegen weiß. Nee, ist das so ein Tabuthema, dass man darüber jetzt irgendwie nicht satirische Beiträge macht? Darüber, dass Städte heißen, die Gegenstände? Wir nehmen jetzt einfach mal irgendwie hier armenischen Genozid. Jetzt nur mal als Beispiel. Ist das so ein rotes Tuch? Ich weiß, Tino? Ja. Ich war gerade ganz kurz, ich habe euch nicht mehr gehört, tatsächlich. Ich war jetzt ganz kurz weg hier vom Fenster.
professionell, wir laufen im Fernsehen. Könnt ihr ganz kurz die Fragen wiederholen? Die Frage wiederholen. Nehmen wir noch ein Beispiel, ein richtig aktuelles. Wäre das jetzt ein rotes Tuch, ja, wo man nicht sagt, oh nee, da machen wir jetzt mal nicht satirisch drüber. Zum Beispiel die Lagerung in Konzentrationslagern von Uiguren oder auch die Konzentrationslager in Amerika, obwohl die natürlich sich ein bisschen voneinander unterscheiden in der Härte. Aber ist das eine Sache, wo man dann lieber nicht sagt, ach komm, da sind wir jetzt mal satirisch oder... Nee, das kann man nicht verbieten, weil das ist ja ein ganz klarer Fall von Aufklärung irgendwo. Ja, natürlich. So, aber wenn wir diesen Gedanken dann weiterspinnen, haha, jetzt machen wir uns mal zum Beispiel über irgendeinen Pegida-Menschen lustig, der sich über den Holocaust interessante Gedanken gemacht hat. Natürlich nicht interessant, sondern falsche. Verdammte Scheiße. Ihr wisst doch, wie ich es meine. So, kann man sich da jetzt drüber lustig machen? Klar. Indem man sagt, oh ja, ich bin jetzt hier der Pegida-Mensch. Ich habe hier so ein witziges, alternatives Wissen. Na, da muss man ja ganz klar... Weil ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen und jetzt weiß ich nämlich, wie Geschichte war. Ich glaube, da greift dieses, wir müssen klar machen, dass es Satire ist. Wenn ich jetzt sage, ey, ich spreche in den Worten eines verfassungsfeindlichen Menschen und sage, in Anführungsstrichen, dass es gewisse Vorfälle im Zweiten Weltkrieg bzw. Dritten Reich nicht gab, dann dürfte das legal sein, denke ich. Ja, das kann man so nicht verallgemeinern. Also ich glaube, Tino, mach das mal, testet das mal kurz für uns. Ich will mal gucken, ich höre es live im Radio, ob da jemand diesen roten Schalter dann drückt. Ja, also ich weiß es nicht. Ich muss sagen, bei Satire ist es halt so, es gibt halt keine Grenzen, so keine Objektiven. Man muss immer für sich selbst entscheiden, ob man es witzig oder halt nicht witzig findet. Und entweder es ist geschmacklos oder halt nicht. So, das muss man für sich entscheiden. Und auch das Thema, was halt sehr hart ist, auch bei dem Thema darf man auch Satire machen, natürlich. Vor allem, wenn es dazu dient, etwas aufzuklären, wie Herodes schon gesagt hat, oder dass man aufmerksam macht auf eine Thematik. Ich finde es ja am besten, einfach Dinge herauszustellen, die, also um zu betonen, wie lächerlich manches ist. So. Ja, zum Beispiel, ja. Naja, klar. Aber es ist eben eine Gratwanderung. Wollen wir den Brennpunkt Internet jetzt aufnehmen? Ja. Okay, wir sind Brennpunkt Internet. Ich bin Herodes Armloch. Ach so. Hey, Leute, wir sind Brennpunkt. Wir fassen Internet. Nämlich die Woche zusammen. Stimmt, Tino Radacher. Herodes Armloch. Und Herodes und Armloch. Alle sind mit dabei. Also, mir stellen sich gerade zwei Fragen. War die Woche so ereignislos und langweilig, dass wir jetzt wirklich ein Drittel darüber geredet haben, dass wir Stress mit dem Landesmedienamt bekommen haben? Oder. Beides. Beides, egal was du als Zweite sagst, aber beides. Es war die Woche nicht so viel los. Wir, Brennpunkt Internet, wir reden über die vergangene Woche. Es gibt fast nicht so Pipi, Kaka, haha, YouTube, ich war mal wieder dumm Nachrichten. Aber das ist sehr es gab voll viel es diese Woche. Es gab das Staffelfinale von The Masked Singer. Das war so unspektakulär, dass ich jeder Wertung, die er abgibt, 2 Punkte abziehe. Okay, hast du deswegen auch deinen Stream beendet? Nicht beendet, sondern gecancelt? Nee, nicht deshalb. Okay. Aber ich bin sehr froh, dass ich nicht die Sendung gestreamt habe, weil die war wirklich ziemlich ereignislos. Okay. Leute, es ist... Ja, das sagt mir halt gar nichts. Es ist voll viel passiert. Zum Beispiel Kim Jong-un ist angeblich tot. Ja, das... Och, das kannst du doch hier nicht dazwischen grätschen. Ich habe gesagt, es gab nichts. YouTube, Kaka, Pipi, hier, Tanzverbot hat wieder Beef. Ja, das ja, gibt's gut, lange er hat nicht, Beef mit Fluggesellschaften, weil er irgendwie einen Flug gebucht hat und dann zu faul war, sich das Geld wieder zu holen, als er gecancelt wurde. Da hat er auch wieder ein Fass aufgemacht, aber darüber hinaus gab's, was YouTube betrifft, nicht so viel. Das nicht, aber sonst ist ja die Woche ein Haufen Zeug passiert, also ziemlich viel sogar. Ja, also, komm, jetzt hast du es schon angeteasert. Kim Jong-un. Kim Jong-un sterblich oder was ist da los? Ja, angeblich. Er ist jetzt halt... Kim Jong-un tot. Er ist halt 2 Wochen ist er wohl verschwunden. Ja, ist besser, das okay. Das ist witzig, ja. Der ist halt... Das ist witzig, ja. Können Sie darüber auch lachen? Der ist jetzt halt seit 2 Wochen nicht mehr aufgetaucht, Kim Jong-un. Und er war nicht mal zur was für eine Feier, Trauerfeier oder so seines das, Onkels dabei oder nein, Opas? Mann, sein Opa hat damals dieses wundervolle Regime in Kraft gesetzt und der hatte Todestag oder irgendwie sowas oder Geburtstag und das ist der wichtigste Feiertag in Nordkorea und da war er nicht zu sehen. Und das zum ersten Mal und das finden viele sehr seltsam und es gibt jetzt die ersten... Nicht zu seinen Großeltern gehen ist aber in dieser Zeit gar nicht so schlimm, finde ich, auch wenn die schon tot sind. Na eben, er geht doch jetzt zu den Großeltern, wenn er jetzt tot ist. Das ist ja eigentlich... Ach so. Boah, ey, dieses Fass hat schon wieder so viele Böden, da kann ich gar nicht mitzählen, ey.
Der will Social Distancing im Jenseits umgehen. Er ist einfach der Schlauste, Kim Jong-un. Satire. Ja. Es gibt die ersten Meldungen, dass Kim Jong-un irgendwie Herzprobleme hatte und eine Herz-OP durchstehen musste. Und angeblich hätte der Chirurg so doll gezittert, dass Kim Jong-un gestorben ist. Das ist so die Meldung. Plot-Twist war Merkel. Oh. Was, der Chirurg oder was? Ach so, weil die zittert. Ich bin dumm. Das ist witzig. Ich weiß, ich habe jetzt den Witz gemacht, bevor ich überlegt habe, ob der wirklich witzig ist, aber doch, einfach raus. Ja, kann man vielleicht schon. Ja, sie war halt nicht dafür bekannt, an der Hand zu zucken, aber ja. Das kann ja die sie hat ja eher so ein Ganzkörper-Techno-Waking gemacht. Das kann, ich finde solche Vorschläge einfach witzig. Vorsichtig. Opala. Ja, großartig. Also für mich war das Beste an dieser ganzen Meldung natürlich wie immer die Memes. Herr, die Memes und auch unsere etwaigen Radiozuhörer vielleicht. Memes sind so, ist quasi Gedankengut, was bei der Bevölkerung so irgendwie gleich da ist. Also so Insiderwissen sozusagen von lustigen Bildchen zum Beispiel. Man kennt dann den Kontext und dann ist das witziger. So. Und die Memes in diesem Fall waren auch sehr, sehr witzig. Da hat jemand zum Beispiel sich schon so einen Ordner gemacht auf dem Desktop, falls Kim Jong-un stirbt und falls er überlebt, so die Memes. Mhm. Und hat gesagt, ey, jetzt make up your mind. Und dann hat er daneben noch so ein Textdokument irgendwie, Entschuldigungsrede in Koreanisch. Schön. Das ist witzig. Das ist echt schwer zu erklären, das muss man sehen, ja, glaube ich. Ja. Ja, da muss man im Meme drin sein. Aber was glaubt ihr denn? Egal. Ist er tot, ist er nicht tot? Was ist euer Tipp? Es gibt so viele Spekulatius. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Also ich denke eher, dass er gerade in einem schwierigen Zustand ist. Ja, in einem vegetativen Zustand war er ja angeblich. Ach so, übrigens gibt es heute das erste Lebenszeichen von ihm. Eine Unterschrift. Ja. Auf irgendeinem neuen, ich nuke euch alle weg Befehl. Ich sag, er ist tot. Das ist so mein Tipp. Ich wünsche es ihm natürlich nicht. Ja, ich will, dass er lebt. Ey, Tino, du hattest auch mit Miguel Pablo recht. Ja, ne? Also ich würde aufpassen. Scheiße. Ich würde aufpassen. Also Tino hat hier gerade Kim Jong-un getötet. Ja, nicht persönlich. Und, nicht persönlich. Naja, komm, wenn jemand fragt, sage ich, du warst. Na gut, gehe ich mit. Und als ich damals den Tod der Queen prognostiziert habe, ist nichts passiert. Also, wir wissen, wer hier die Macht hat, Tino. Nee, also für mich ist das Allergeilste, dass die Leute jetzt schon anfangen, die Schwester Kim Jo-Jong zu Rule 34. Kennst du die Regel 34, Tino? Erklär dir uns mal. Die ist, dass du spätestens bis zum 34. Lebensjahr die Thronfolge annehmen musst von deinem Bruder, sonst verfällt dein Machtanspruch. Nee, die hat ein bisschen mehr was mit dem Internet zu tun. Ach so. Versuch's noch mal. Das ist eine Meme-Seite quasi und die darfst du über 34 nicht betreten, sonst bist du ein Boomer und musst auf andere Seiten zugreifen. 34 Tage nach dem Tod darf man erst Witze machen. Das war doch bei Daniel Kübelbeck auch so. Ach so. Haben wir uns da dran gehalten? Das ist ein Quatsch. nein, auch keine schlechte Idee, aber nein, die Regel 34 beziehungsweise Rule 34 ist: If it exists, there's porn of it. Also falls es existiert, gibt es Pornografie davon. Mhm. Und die Schwester wird jetzt so hart sexualisiert schon. Es gibt ein eigenes Subreddit, wo dann alle ihre eigenen Comics einsenden, wie sie dann irgendwie nur abwartet, dass Kim stirbt und dann irgendwie sich ihre Stützstrümpfe anzieht und dann ganz super sexy ist und so. Und da gibt es so einen richtigen Kult jetzt schon drum. Die soll ja irgendwie noch schlimmer sein. Das ist auch jetzt wieder hier, ne? Ja, hab ich auch gehört. Also, was kriegt man schon für verlässliche Informationen aus Nordkorea raus? Aber die soll ja noch ganz viel schlimmer sein. Und jetzt haben die Leute da so ein Domina-Fetisch und so. In ihrer Antrittsrede. Hallo, ich bin die Schwester von Kim Jong-un. Ich bin noch schlimmer. Ja, so ungefähr. Ja, finde ich witzig, dass das jetzt direkt so, da gibt's eine Asiatin, die Macht hat. Und die jetzt im Fokus ist, lass da mal Porn draus machen. Ja, ist sie denn heiß? Ich weiß es nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Naja, also dafür Kim Jong. Ach, wir dürfen ja keine Werbung machen für irgendwelche Subreddits, oder? Für ein Regime auch nicht, glaube ich. Es gibt noch DDR und die Neon und die Nazis und eben auch Nordkorea. Ich google sie mal. Kim. Also ich sag mal, sie sieht schon besser aus als Angela Merkel. Sie ist ja auch irgendwie erst paar 30. Na, das ist subjektiv jetzt. Aber okay. Sehr.
Ich will jetzt auch keine Werbung für Merkel machen. Kim Soll-sung. Kim Jo-jong. Oh, ist das schlecht, Alter. Das ist so schlecht. Ich schicke einfach mal kurz ein Bild in unseren Discord rein. Es sind halt so richtig, richtig, richtig schlechte Fotomontagen, die jetzt hier in der Eile wahrscheinlich entstanden sind. Ach so, ja, das kann man zeigen. Könnte auch echt sein. Ja. Das 100 ist das echt. Man sieht eine Frau, eine nackte Frau mit dem Gesicht von Kim Jong-uns Schwester drauf, die gerade offenbar Geschlechtsverkehr mit einem, ja, Mann hat. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Es gibt natürlich auch so ganz typische Hentai-Manga-Zeichnungen von ihr. Jetzt schicke ich auch nochmal eine rein. Und ich glaube, dass das für viele Leute ansprechend ist. Egal, bitte, also bin ich voll grün mit. Gut. Habt ihr so ja, also das war auf jeden Fall mein Highlight an der ganzen Sache. Ansonsten finde ich das alles nicht so spektakulär, solange es nur Spekulatius ist. Ja. Tino, warum vergewaltigst du das Mikrofon gerade? Wenn der Herr das hört, sagt er, der nimmt uns offline, weil wir so unprofessionell sind. Also ich finde daran einfach nur sehr, sehr witzig, dass es einfach Führer sind, die sich sehr, sehr ernst nehmen und die in der westlichen Welt halt so gesehen werden. Und das ist einfach Humor für sich, finde ich. Das stimmt. Allerdings, ja, Adolf, der wurde auch damals sehr, sehr hart parodiert und so weiter. Und schau, wo es uns hingebracht hat. Ja, aber ja, Deutschland ist ja wohl ein bisschen mächtiger als Nordkorea. Das sagst du jetzt. Ja. Das weiß aber ich nicht. Aber Nordkorea hat schon ein großes Atomarsenal. Mhm. Angeblich. Aber immer noch vergleichsweise unter klein. Unter anderem also zwei von diesen Bomben an Kim Jong-il dran. Lell. Ich sehe einfach, wie Nordkorea eine Atombombe losschickt, die fliegt 10 Meter hoch, dreht sich um und fällt voll auf den Boden und alle tot. Das kann passieren. Ähnlich wie dieser Flat Earther neulich, ne? Genau, so ungefähr. Naja, gut. Ich möchte ganz kurz Unterschrift Lebenszeichen, mal gucken. Ich möchte ganz kurz von einem Machthaber zum nächsten übergehen, und zwar zu Boris Palmer, auch genannt Boris Face Palmer. Kennt ihr den? Boris Palmer, aka, ist egal, was, die sterben doch eh bald. Und verwechsel ich da was? Das ist der, was war das nochmal für ein Dude? Das ist der braun-grüne OB von Tübingen. Der mit sehr Woher kenne ich den denn? Ja, der hat immer sehr schlaue Aussagen. Also gut, dann hast du wahrscheinlich schon mal über. Also der Name sagt mir sehr viel, aber irgendwie habe ich gerade gar nichts. Ja, der hatte mal so eine Werbekampagne von der Bild kritisiert, wo halt Menschen mit Migrationshintergrund drauf waren, wo er dann sich beschwert hat, warum denn so wenig Weiße auf dem Plakat sind und so. Das ist. Er ist für sowas bekannt und er ist halt ein Grüner, offiziell. Okay. Und jetzt kam halt die nächste tolle Aussage von ihm. Und zwar ging es so ein bisschen darum, um die aktuellen Corona-Maßnahmen, die er auch kritisch sieht. Und da sagte er, Zitat, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso gestorben wären. Nice. Und da frage ich mich, Soweit so korrekt, ja. Und da frage ich mich, warum wird so ein Satire-Lied wie dieses Umweltsau-Lied so hochgepusht? Das wäre ja eine Beleidigung an die alten Leute und so. Aber mit sowas kommt er halt davon, mit solchen Aussagen. Das verstehe ich halt wiederum nicht. Ich denke, das wurde auch hochgepusht. Naja, also, weiß ich nicht. Ich habe davon wenig mitbekommen, tatsächlich. Ich habe das eher so am Rande erfahren. Ich habe es halt gar nicht erfahren. Echt krass. Also ich habe davon irgendwo mitbekommen, ich kann dir aber nicht sagen, woher, dass diese Aussage da war, und es ist einfach auf Anhieb klar, dass das nicht geht, ne? Dass es einfach nicht mit den Werten, die nun mal so vorliegen, vereinbar ist. Da habe ich auch viele, viele Beiträge oder viele Twitter-Beiträge gelesen, wo auch jemand schrieb, dass seine Großmutter kurz vor ihrem 80. Geburtstag wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert, und danach hat sie sich geschworen, sie will nur noch ihr Leben halt auskosten und genießen. War dann irgendwie in Talkshows eingeladen, also als Gast quasi, hat noch ihre Urenkeltochter kennengelernt, ist zum ersten Mal verreist in ihrem Leben und ist dann erst mit 96 gestorben. Und da verstehen halt die Leute nicht, wie man sagen kann, dass man mit 80 halt schon totgeweiht sein muss. Ich meine, natürlich, so rational betrachtet, ist es total ineffizient, jemanden zu operieren, der dann 2 Wochen später an was anderem stirbt, aber das weiß man das nicht. Weißt man du kann halt nicht sagen, ey. Also wenn man sich jetzt wirklich hundertprozentig sicher ist, was man nicht ist, dass jemand in 2 Wochen stirbt, dann operiert man den klar nicht, aber man ist sich halt nicht hundertprozentig sicher. Nach der Logik dürfte man ja auch nicht auf eine Autobahn gehen, weil man ja irgendwie einen Unfall bauen könnte. Ja, so ähnlich. Ich hatte auch eine Diskussion mit einer Bekannten, die sich voll aufgeregt hat über diese Kontaktbeschränkungen und sagte,
Ich würde gern meinen Opa irgendwie sehen und er mich auch, aber ich darf ihn im Altenheim nicht besuchen. Aber. Aber ich bin blind. Plot Twist. Nee, sie sagte, es wäre doch wie hat sie gesagt, seine Selbstbestimmung, ob er das Risiko aufnimmt, Besuch zu empfangen oder halt nicht. Und da habe ich gesagt, naja, wenn aber meine Oma im selben Altenheim ist und du jetzt deinen Opa besuchst, ihn mit Corona ansteckst und er meine Oma ansteckt und die dann stirbt, dann hat das, finde ich, wenig mit Selbstbestimmung zu tun, sondern es ist einfach eine Fahrlässigkeit. So, und was sagt sie da? Da hat sie gesagt, dass ich nicht übertreiben soll und dass es trotzdem eine Einschränkung der Grundrechte wäre. Ja, ist es, aber es ist ja auch irgendwie eine Einschränkung der Grundrechte, jemanden Es umzubringen. ist eine sinnvolle Einschränkung, finde ich, und da kam ich nicht an sie ran. Das war wieder so ein Fall von Leuten, wo ich dachte, Alter, ich dachte vorher, dass die echt kluge Leute wären. Jetzt fangen die an, sich irgendwelche Aluhutkugeln in den Arsch zu schieben und drehen völlig durch. Nee, Tino, du sattelst das Pferd von der falschen Seite auf, weißt du? Die sind einfach jetzt mittlerweile weiter als du und du bist nicht mehr Ja, das kann auch sein. hinterhergekommen. Vielleicht bin ich in der Woche genauso weit. Mal sehen. Okay, ich möchte nochmal klarstellen, dass es sich hierbei um satirische Aussagen handelt. Danke. Ja. In diesem Zuge können wir ein bisschen lustigere, positive Sachen besprechen. In Belgien wird jetzt jeder Belgier gebeten, mindestens zweimal die Woche Pommes zu essen. Weil die so einen Berg an Kartoffeln haben, die sie nicht Heldenhaft, loswerden. heldenhaft. Ja. Also man hat sich ja, glaube ich, schon international darauf geeinigt, dass Pommes das beste Gericht überhaupt sind. Es Ja. ist gegen niemanden und jeder mag sie. Also mit Pommes kann man keinen diskriminieren und Stimmt. in dem Zuge finde ich diesen Schritt sehr, sehr, sehr gut. Schön. Pommes Ja, retten die aber Welt. es Das ist war für doch mich eine eine witzige tolle Sache. Zeit, oder? Man kann die Welt retten, indem man zu Hause bleibt, keinen Menschen trifft, und Pommes isst. Ich finde, das ist gerade fantastisch. Ja. Ich habe die Woche auch so ein geiles Bild getweetet. Halt von diesen Konzentrationslagern in Amerika, wo die Kinder von ihren Familien getrennt werden Darf und ich kurz so, wo dann. einhaken? Ja. Andere Leute haben übrigens auch ein Bild getweetet. Ach so, okay. Ich möchte aber Werbung machen für Danke. mich, weil das hier so ein kontroverses Ding ist. Nein, ich sag ja nicht, wie ich heiße auf Twitter. So, Es gibt auch Facebook und Instagram und Snapchat. genau, es Oh, gibt ist ganz das viele. ätzend. Ja, nein, also es gibt da so ein Bild von so einem Konzentrationslager. Gibt es auch eine sehr, sehr gute South Park-Folge drüber. Mexican Joker ist einer meiner absoluten Ja, die ist toll, Lieblingsfolgen ja. aus den Der letzten habe ich auch Jahren. gesehen, deinetwegen, ja. Aber es gibt noch Genau, andere und, Folgen. und andere Serien und andere Es gibt noch Sender und Family Guy Produktionsfirmen gibt es und auch. American Dad und Simpsons. Halt dein Maul! Herr weiß, wie wir es meinen. Ja. So. Auf jeden Fall steht dann da, das sind doch keine Konzentrationslager, das ist doch nicht wie in Deutschland, das ist nicht so schlimm. Und Es unten gibt noch drunter dann so ein Gulags. Bild, wie die Leute zu Hause sitzen und halt Fernsehen schauen müssen. Oh, das ist Folter, das ist wie im Gefängnis. Das fand ich sehr geil. Ja. Und im Zuge dessen habe ich nämlich dann auch auf einer internationalen Seite, das ist immer so, ich lese fast nichts aus Oh, Deutschland, du bist so edgy, Robin. gesehen, dass Deutsche. Nee, aber ich finde das witzig, dass ich dann so deutsche News mitbekomme auf internationalen Seiten. So irgendwie deutsche Doktoren nackt posiert haben, Ja. um zu demonstrieren, dass es irgendwie so Schutzkleidungsmangel gibt. Habt ihr da was mitbekommen? Ja, Ja, habe ich das hat man aber gesehen. auch in Deutschland gehört. Ich würde ganz gerne den Okay. viralen Hitler dafür ausrufen, weil ich fand diese Bilder nicht schön. Echt, ja? Diesen Unästhetisch. nackten alten Ärzte. Ja, es ist ja ein schönes Statement, aber Die sollen ja nicht schön sein, vermutlich, Tino. Weißt du, nicht jeder Mann ist für dein sexuelles Befriedigungsgelöt da. Du unabhängig davon kannst ist uns jeder nicht Mensch so. schön. Wir machen Ja. hier kein Ugly-Shaming. Ja. Aber manche Menschen sind schöner als andere. Zum Beispiel Kim Jo-Jong ist schöner als Merkel. Nee, aber ich fand keinen dieser Menschen unästhetisch. Also, falls jetzt jemand zuhört, ihr seid sehr schöne Ärzte. Okay, ich habe Satire gemacht, okay? Ich fand's auch gut und mutig. Ach so. So. Na, mutig ist es, ganz klar, gar keine Frage. Geiles Ey, Statement. Tino, weißt du, was ähnlich ist wie Satire? Oder vielleicht auch ein Teil davon? Ich kriege keine bessere Überleitung hin. Sarkasmus. Und den Sarkasmus hat eine Person diese Woche richtig für sich entdeckt. Donald Trump, Es ist oder? unser aller Liebling. Donald Trump, unser aller Ja. Liebling. Wir hatten ja letzte Woche die Meldung, dass er sich hier, dass er Kim, na,
Desinfektionsmittel spritzen möchte. Ja. Natürlich nicht, das war so nicht, aber er hat durch die Blume gesagt, ey, vielleicht könnte das ja funktionieren, wenn man sich Desinfektionsmittel spritzt, das dann hilft. Da hat sich dann Kim in Nordkorea gedacht, ach Moment, das mache ich. Und dann hat er wenige Tage später gesagt, nee, das war sarkastisch. Das hat er nur sarkastisch an die Reporter gesagt. Schnitt zum Video, er redet nicht mit den Reportern, sondern mit seinen medizinischen Fachberatern. Egal, einen Tag später tweetet er, schreibt, glaube ich, wieder, ich weiß nicht, ob das auch war, wo er Hamburger wieder falsch geschrieben hat. Auf jeden Fall hat er Nobel Prize geschrieben statt Nobelpreis. Ja, also E und L vertauscht und hat dann da wieder einen Tag später auch gesagt, das war sarkastisch. Also er macht quasi inzwischen die Taktik des Drachenlords. So ungefähr, ja. Seine Rechtschreibfehler sind Sarkasmus. So, und ich war gerade wieder für... Nicht, Alter, Tino, was machst du mit dem Mikrofon? Ich war gerade wieder 5 Sekunden offline, ich weiß nicht, hier bricht alles ab. Ich habe seit gestern wieder Internet zu Hause, aber es ist sehr langsam und ich war gerade wieder vor 5 Sekunden außerhalb eures Chatbereichs. Habe ich nicht gehört. Okay. Ja, um nicht allzu lange bei Trump zu bleiben, noch die letzte große Nachricht über ihn. Er hat, also diesmal, das ist innerhalb von 24 Stunden ist es passiert, dass er etwas gesagt hat, Wort für Wort, und dann den Tag darauf gesagt hat, das ist nie passiert. Und da ging es darum, dass er behauptet hat, dass sie bald an einem Tag 5 Millionen Tests in den USA machen können. Also wow. Corona-Tests. Wow. Ja. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass es wirklich so innerhalb von 24 Stunden so ein 180 gibt. Also er hat gesagt, wie war es jetzt richtig? Er hat gesagt, es gibt 5 Millionen und dann hat er gesagt, es stimmt nicht oder andersrum? Ihm wurde gesagt, dass es zu wenig Tests gibt und dass man nur schaffen würde, dem Herr zu werden, wenn man theoretisch 5 Millionen Tests pro Tag machen würde. Mhm. Und da sagt er, das schaffen wir sehr bald, wir schaffen sehr viel mehr als das. Und einen Tag später hat er gesagt, ich weiß nicht, wo diese Zahl herkommt. Ich habe das nie gesagt. Das gibt's gar nicht. Da empfehle ich einen tollen Song, den ich entdeckt habe. The Liar Tweets Tonight, so ein Anti-Trump-Song, der gerade viral ging. Der ist sehr schön und zeigt so ein bisschen das seltsame Aussageverhalten von Trump wieder. Kann ich sehr empfehlen. Hab ich dir den nicht sogar geschickt? Nee, aber ich hab den auf jeden Fall sehr vielen Leuten geschickt. Ich hab's heute Morgen erst gehört. Ist ein guter Song, ja. Der Typ, der den gemacht hat, der macht echt viele gute Songs. Ich mag die Art, wie er schreibt. Okay. Er schafft es sehr gut, Humor in seine Texte einzubauen. Kennt man ihn? Nö, aber jetzt halt. Also der Song ist wirklich krass viral gegangen. The Liar Tweets Tonight. Roy irgendwas. Okay. Nun gut. Aber um ganz kurz in den USA zu bleiben, ich habe jetzt gestern gelesen, dass wohl gegen Joe Biden sich die sexuellen Übergriffe, also die Vorwürfe für sexuelle Übergriffe jetzt gerade mega steigern und dass er sich jetzt langsam nicht mehr rausreden könne. Da bist du doch mehr im Thema drin. Ja, Tino, ganz ehrlich, egal was passiert, Trump hat immer noch mehr und es hat keinen gejuckt. Also ich glaube, das wird nicht die Sache sein, die irgendwen zu Fall bringt. Weil Trump hat halt alleine gegen sich irgendwie 40 oder 50 solche Anklagen. Ja, aber unter bei anderem ihm von einer 13-Jährigen. Bei ihm zählt es ja halt nicht. Das ist ja das Komische. Deswegen brauchen ja die Demokraten jemanden, der einigermaßen lupenrein ist, um ihn gegenhalten zu können. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass das ein großes Thema wird. Es wurde auf jeden Fall erfolgreich totgeschwiegen. Es gab diesen einen prominenten Fall von dieser, die er irgendwie gegen ihren Willen gefingert hat und gesagt hat, ey, ich dachte, du magst mich oder sowas. Und da kam jetzt auch, ich glaube, es war diese Woche, kam raus, dass die Mutter damals angerufen hat in irgendeiner Seelsorgesendung oder sowas und hat sich erkundigt, was sie machen kann. Also, dass man auch nicht sagen kann, das wurde jetzt nur, weil er jetzt Präsidentschaftsanwerber ist, dass sich das jetzt ausgedacht wurde. Nein, es gab es auch schon vor 20 Jahren, als dieser Fall halt gerade aktuell war. Und aber ich glaube nicht, dass das wirklich was bringt oder was aussagen. Also, nein. Ich glaub's nicht. Also ich will's auch nicht. Also aktuell bin ich schon fuck it, Mann, dann ist es halt Joe Biden. Ist immer noch besser als Trump. Ja, keine Frage, aber ich glaube halt, dass sie es auch noch schaffen, ihn so zu denunzieren, dass er auch nicht gewählt wird. Also, ja. We'll see. Es wird spannend. Aber Fakt ist, bei einem weiteren Trump wird es sehr, sehr finster. Ich bin gespannt, ob der irgendwie durch Macht des Volkes doch abgesetzt wird, sollte er nochmal in die Macht kommen.
Nicht auszuschließen, sehr wahrscheinlich sogar. Ja, es ist halt das Problem, dass die Leute, die dann immer sagen, ey, zu Waffen greifen und Widerstand, sind halt selbst auch die Republikaner, die jetzt Trump wählen. So, ich glaube, das ist eine sehr große Schnittmenge. Aber man kann doch nach das dem, heißt, was jetzt war, nicht Trump nochmal wählen. Das geht doch gar nicht. Das ist halt wirklich so eine Art Kult. Die sehen das halt nicht neutral. Die sehen, dass Trump da steht und sagt, ey, wir machen das gerade super gut, also machen wir das gerade super gut. Also ich glaube, dann müssen die Todeszahlen so hoch steigen in Amerika, dass wirklich jeder jemanden kennt, der an Corona gestorben ist oder so. Und dann könnte das umschwenken. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es gab auch in den USA diese Stay-at-Home-Proteste, wo die Menschen da mit Pistolen und Waffen da demonstriert haben. Maschinengewehren teilweise. Genau. Jetzt wurde wohl die Anführerin der North Carolina-Proteste positiv getestet. Wie heißt die? Audrey White. Großartig. Whitelock. Und ich weiß nicht. Also die aus North Carolina. Genau. Und ich weiß halt nicht. Also ich bekomme ja gerade viel mit, sowas, was Verschwörungstheorien angeht und was die Meinung in meinem Freundeskreis angeht und so. Das ist alles sehr gespalten. Aber die regen sich jetzt alle so sehr auf über diesen Lockdown, weil er ja die Grundrechte einschränken würde. Und auf der anderen Seite, hätte die Regierung nichts gemacht oder zu spät reagiert, dann hätten wir jetzt auch Leichenberge. Ja. Würde es irgendwie heißen... Nee, das ist ja die Krux an der Sache. Je besser die Regierung dagegen vorgeht, desto mehr kann man sich drüber beschweren, dass es ja sinnlos ist, dagegen vorzugehen. Ja, leider. Und das finde ich halt so schade, dass sie es nicht raffen. Und ich fürchte, dass diese Auflockerung des Lockdowns, dass der jetzt für eine zweite große Welle sorgen wird. Und dann begreifen es aber die Gegner vielleicht spätestens, dass es vielleicht doch ernst zu nehmen ist. Aber die Maskenpflicht und so wird ja gut eingehalten, obwohl ich bestimmt, also ich würde sagen, weil Herr Rodes, das ist dein Lieblingsthema, jeder Zehnte, den ich draußen sehe beim Einkaufen oder so, hat halt die Nase nicht zu. Ja, stimmt, also immer nur vom Mund. Ja. Von der Maske bedeckt. Also ich weiß auch nicht, ob das so eine Ossi-Sache ist, aber hier wird es halt komplett ernst genommen und auch meistens gut eingehalten, es sei denn halt wirklich, man hat dumme Menschen, denen man auch ansieht, dass sie dämlich sind, die halten sich da nicht dran, aber generell wird sich da halt größtenteils dran gehalten und die wenigsten, die ich kenne, gerade kluge Leute und so weiter, Moment, den Satz muss ich noch überlegen, die wenigsten, die ich kenne, sind für Lockerungen. Die meisten sagen, nee, lass mal so lange wie möglich dicht und gut ist, dass sich das mal ausklingelt und so ein bisschen. Ich sag auch, wie es ist. Das wirst du jetzt vielleicht, weil du gerade da irgendwie gestern nicht so gut drauf warst, vielleicht nicht ganz nachempfinden können. Aber ich weiß halt, dass ich das auf jeden Fall auch irgendwann vermissen werde, irgendwie. Dieses ganze Gefühl von, ja, also das ist jetzt gerade alles irgendwie so irrelevant, was sonst so relevant war. Und irgendwie jeder hat so ein bisschen Ferien. Hm. Dieses Gefühl werde ich schon irgendwie vermissen irgendwann. Und was ich auch gerade gelesen habe, ist, dass der CO2-Rückgang wohl sehr groß sei weltweit, dass bis zu 8% weniger CO2 ausgestoßen werden. Und das wird halt wieder sich umkehren, wenn der Lockdown vorbei ist und wenn der Coronavirus im Griff ist. Und ich habe auch schon die ersten Menschen gehört, tatsächlich, die behaupten, dass Greta Thunberg dafür verantwortlich sei für den Coronavirus. Nee, Alter, hast du nicht. Laber mich bitte nicht voll einfach. Ja, dann switchen wir das ganz schnell in was Positives, denn Greta hat ihre 100.000 Euro, die sie gewonnen hat, gespendet. Wie undankbar. Sie hat 100.000 Euro bekommen von einer dänischen Selbsthilfegruppe. Wie heißen die? Und egal, WHO? Von so einer dänischen Organisation. Nee, das war nicht WHO. Nee, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall hat sie es an United Nations Children Fund, an UNICEF gespendet. Das ist so undankbar. Da kriegt die schon Geld für ihr Handeln und behält es nicht mal. Boah, ey, ohne Scheiß, auch wenn das jetzt wieder nur satirisch gemeint ist, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ich werde einfach nur aggressiv. Was hat das denn jetzt mit der... Ey, ohne Scheiß, da werde ich auch wirklich langsam... Kriege ich Gewaltfantasien. Solche Leute. Warum kann man die nicht einfach aus dem Genpool rausnehmen und wir haben eine echt bessere Welt? Das hat ja Hitler auch versucht. Adolf. Aber Entschuldigung, da war Hitler echt leider ein bisschen unsorgfältig. Das ist nur ein Spaß. Ich mag sie sehr. Ja, ich muss echt sagen, dass gestern am Telefon sehr freundlich war und dass er immer für uns da ist, sagte. Wir dürfen ihn immer anrufen, wenn wir Probleme haben bezüglich... Ja, ich kenne ihn ja nicht mehr, aber ich finde halt einfach nur diese Vorstellung witzig, dass da so ein Herrgott über uns wacht. Ich würde ihn eher als Endlich werde ich gläubig. Ich würde ihn eher als Vaterfigur betrachten, als Diktator. Okay. Er ist auf jeden Fall mein Vorbild. Meins auch.
Tino hat auch irgendwas gesagt, der ist dafür verantwortlich oder er überwacht uns oder, nee, wie hast du es gesagt? Er ist, sein Job ist es, uns zu beraten, endlich eine gute Stelle eine oder sinnvolle sowas, Stelle, ja, genau. Die geschaffen worden ist. Schön. Ja, Herr Hodes, dann switch mal schnell zu ein paar positiven Sachen. Pakistan beginnt jetzt auch 1 Milliarde Bäume zu pflanzen. Geil, oder? Toll. Und sie verwenden dafür 60.000 Leute, die jetzt arbeitslos sind wegen Corona. Okay, das ist ja, Bäume sind eine Top-Sache, also schön. Bin ich ein Fan. Und im Sudan hat die neue Regierung jetzt die weibliche Genitalverstümmelung illegal gemacht. What? Wir sind auch irgendwo da mal in 1900 und irgendwann angekommen. Ist das nicht schön? Gab's in Europa jemals weibliche Genitalverstümmelung? Also ich glaube gar nicht, dass man das an Jahreszahlen festmachen kann. So. Ja, deswegen habe ich ja auch 1900, weiß ich nicht. Okay. Ich, ja, aber das weiß ist doch gar nicht, ob es das überhaupt noch bei uns gibt in Deutschland. Ich dachte, aus religiösen Gründen dürfe man immer noch solche Dinge durchführen, aber ich weiß es nicht genau. Aber Tino, hast du nicht zu mir gesagt, und Herr, hören Sie jetzt mal kurz weg, aber Tino, ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, du hast so einen Riesenschwansen, dass jedes Mal, wenn du Sex hast, dass das auch schon als Genitalverstümmelung dann gilt. Das wollte ich gerade so ein bisschen umschiffen, aber du hast recht, das meine ich halt. Es kommt noch vor in Europa, in Deutschland, wenn ich unterwegs bin. Kommt in den besten Familien vor, aber nur in den besten Familien. In meiner Familie. Bei den Ranachas. Und in Tunesien ist das erste muslimisch geführte Land, welches zum ersten Mal eine Homo-Ehe akzeptiert hat. Aber gleichzeitig. Okay. Was? Tunesien? Aber gleichzeitig wird man für Sex. Die kommen für Sex ins Gefängnis als Schwuler. Das ist ein bisschen das Widersprüchliche. Okay. Die kommen ja her aus Tunesien und Marokko, wo wir Deutsche zu wollen. Das heißt, du kannst heiraten. Aber nach der Hochzeitsnacht geht's direkt in den Nein, Knast. Nein, nicht heiraten. Das waren zwei Menschen, die... Darfst du da Shortcut direkt im Knast heiraten? Nein, umgekehrt. Die sind eingewandert nach Tunesien. Und die waren schon vorher schwul und vorher verheiratet. Und diese Ehe wurde anerkannt. Okay. Na, es gab auch... Aber sie dürfen keinen Sex haben, offiziell oder was? Eigentlich nicht, nee. Wie sie das jetzt machen die wie sie das jetzt glaubhaft machen wollen, weiß ich auch nicht, aber... Offiziell ist das die Gesetzeslage. Ja, wo fängt Sex an, ne? Ich meine, mit welchen Gegenständen man Hinterteile untersuchen kann, ist ja auch nicht als Sex deklariert. Das hat Joe Biden auch gesagt als seine Verteidigung. Ja, also, wo fängt Sex an? Ob da jetzt mal ein Finger reinrutscht oder nicht? Also. Ja, manche können ja schon allein, wenn sie jemanden in die Augen gucken, erregt sein. So, ist das schon Sex? Ich weiß es nicht. Ja, Sex fängt im Kopf an. Es gibt... So, und wenn man Oral nur seine Genitalien aneinander reibt oder weiß ich nicht, dann ist das ja nicht zwangsläufig Sex, meine wir Meinung. Hatten wir hatten früher im Freundeskreis einen, und ich meine jetzt echt nicht mich selbst damit, ich kannte ihn echt nur aus Schulzeiten, der hatte lange keinen Sex, weil er immer schon gekommen ist, wenn er berührt worden ist auf der Schulter oder so von seiner Freundin, die er hatte mit 14 Jahren. Aber was ist danach? Ja, genau. Konnte der danach nochmal oder war er dann aus? Nee, er war dann erstmal aus. So. Mit 14 Jahren war er, es waren noch andere Zeiten. Und da haben wir auch mal. Zweite Runde. Da haben wir auch immer spekuliert, ist er jetzt noch Jungfrau? Weil er wurde ja, obwohl, ja gut, es gab ja keinen Verkehr, aber. Wo fängt Sex an? Das wollte ich damit abschließen. Und wo hört's auf? Apropos Verkehr, das wollte ich nämlich nochmal ansprechen. Die Frage ist ja auch, das ist eine richtig gute Überleitung. Es gab ja jetzt irgendwie den Fall, dass es seit 40 Jahren oder sowas keine Staus auf Autobahnen gab. Für mich ist halt die Frage, wenn der Lockdown dann wirklich vorbei ist, wird das dann alles ganz langsam wieder passieren oder aber wird es viel schlimmer als jemals zuvor und es gibt dann so viel Stau wie noch nie, weil alle sich dann denken, oh, jetzt aber erst recht. Weil dann ist das ja, mit diesem, oh ja, CO2-Rückgang und so, ist ja dann völlig Geschichte. Nee, ich glaube nicht, dass das dann, dass der CO2-Ausstoß kompensiert wird, in negativer Art und Weise. Ich glaube eher, dass es halt mehr wird als regulär, aber dass es halt auch direkt wieder abflachen wird. Die Leute werden jetzt nicht irgendwie im Herbst ihren Sommerurlaub alle nachholen, so ist es ja nun nicht. Man hofft's. Also zumindest nicht alle. Ich denke eher, dass es halt ein bisschen hochgeht. Und da es ja eh, dass da eh Sachen stufenweise zugelassen werden, wird es einfach nicht sein, dass es den übelsten Andrang auf irgendwas gibt. Sagen ja auch alle, wenn das alles vorbei ist, feiern wir eine fette Party, aber wann ist das alles vorbei? Ne? Das wird ja nach und nach. Es gibt halt nicht diesen einen harten Cut. Genau, ne? Das ist halt schade, aber ist nun mal so.
Ja, ich frage mich auch so für Weimar jetzt, die ja wirklich krass von Tourismus leben. Das Bauhausmuseum hat jetzt auch wieder auf, aber kein Schwein, ich war ja da rollen, kein Schwein geht da rein. Wer hat denn jetzt irgendwie im nächsten Jahr großes Interesse, irgendwie nach Weimar zu fahren oder halt so, weißt du, so typischen Tourismus zu machen? Ich weiß Das ist nicht. eine, Ich glaube schon, ja. dass diese Branche da nachhaltig Schaden finden wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Ich wieder weiß nicht, wie es. einigermaßen nach vorn gehen wird mit dem Tourismus. Also Weimar war ja schon immer beliebt für Klassenfahrten aus der ganzen Ja, Welt. klar. Aber ich meine nur, da haben die Leute, gut, ja, Klassenfahrten ist jetzt noch was anderes, aber die Leute haben vielleicht dann eher Bock, mal irgendwie ins Warme zu fahren oder ans Meer, anstatt sich jetzt irgendwie nach dieser Zeit, ja, jetzt gucken wir uns mal in Weimar so eine Statue an. So. Ich weiß es nicht. Das Gute an Weimar, es gibt ja nicht wirklich eine Saison, du kannst ja immer kommen, ne? Das heißt, die können wir auch nach Corona in Anführungsstrichen da jederzeit wieder aufnehmen. Ich frage mich nur, wie gut halt die Wirtschaft jenseits von Tourismus ist, dass sie halt sowas fangen kann oder ob halt so touristische Einrichtungen auch Support kriegen jetzt und von was das, wenn ja, dann bezahlt Und wird. aktuell bestelle ich auch gerade nicht mehr, wenn ich jetzt Essen bestelle, bei Lieferando oder so, sondern ich gehe jetzt immer irgendwie in die Stadt. Es gibt nämlich auch andere Bestelldienste. Nee, nicht mehr. Ich glaube, Lieferando hat jetzt alle aufgekauft, die es auf dem Markt gibt. Echt? Ich glaube Ach du schon. Was ich Scheiße. nicht gut finde. Deswegen supporte ich das nicht. Ich supporte eher die Innenstadt Weimars. Es gibt auch noch Erfurt und Dresden. Aber ich gehe jetzt immer in die Stadt und hole mir in irgendwelchen Gaststätten oder so was zu Es gibt auch essen. Westdeutschland. Tino, nicht jede Person, die ein Held ist, trägt ein Cape. Und du bist eine davon. Eben, ich bin einer davon. Und das sollten jetzt viele machen. Also, dass alle, die uns zuhören, geht in eure Stadt, wo ihr wohnt oder in euer Dorf und nutzt die Support your local Weimar. richtig, support your local Weimar Läden und holt euch Ja, und irgendwelche was wolltest du noch Klöße. sagen? Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Ich will nichts mehr sagen. Was Ich habe ich habe denn alles angedeutet? gesehen. War doch noch irgendwas? Tino, du hast irgendwas mit Tino und dann hat er aber einfach weitergeredet, weil der so asozial ist. Ja. Nee, Tino hat gesagt, es gibt Erfurt und Dresden und Weimar. Da habe ich gesagt, es gibt auch Westdeutschland. Ach Stimmt. so. Das dürft ihr da drüben bitte nicht vergessen. Okay, wir versuchen es. Ich Manchmal weiß, es ist schon. alles speziell und Was geht man besonders, der Woche aber jetzt wie eigentlich? gesagt, egal was, ich zieh zwei ab. Okay, na dann sage ich 12. Nee, aber ohne Mist, was haben wir denn? Gut, wir haben jetzt wirklich nur Kim Jong-un, das war's, glaube Ist ich. schon so ein bisschen nur das, ne? Und das andere sind mehr so, ja, die üblichen Trump war wieder dumm, aber das ist halt auch jede. Das ist so ein Standard ein Punkt für die Woche, weil Trump wieder dumm war. Na, wie gesagt, Aber. es gab die Demaskierung der Singer von The Masked Singer. Was ist denn jetzt das Faultier? Irgend so ein Typ, also nicht Raab. Wer hätte es gedacht? Aber alle Kostüme waren nur irgend so ein Typ, außer Didi Hallervorden. Okay, na geil. Cool. Also ProSieben, aufsteigender Es Ast. gibt auch andere Ich will, Sender. jetzt ziehe ich mir, jetzt ziehe ich mir, jetzt ziehe ich mir 5 Folgen Big Bang Theory hintereinander rein. Ich kann mir halt Künstler, die maskiert sind, nicht angucken, deswegen schalte ich ja gar nicht erst rein. Ja, war true. Naja, keine Ahnung. Ich würde jetzt so nach Gefühl irgendwie eine 4 geben für die positiven Sachen. Ja, 4 sage ich Ja, auch. also ich hätte jetzt tatsächlich ohne den Abzug hätte ich 3 gesagt. Ich sage auch 4. Ich finde es schon spannend. Also das mit Kim ist an sich schon, also es ist halt nichts Konkretes, das ist ein bisschen dumm, aber es ist Was schon was. müsste eine Woche machen, um eine 3 zu Und bekommen? wir hatten Landesmedienbeef. Ja, okay. Was müsste eine Woche machen, um eine 3 zu bekommen? Na gar nichts. Wenn das mit Kim jetzt nicht wäre, würde ich vielleicht sogar 2 sagen. Ja, aber jetzt gab es ja so ein bisschen Okay, und was müsste. diese Geschichten mit Boris Palmer, was ich ganz lustig fand. Ach du, mal mit deiner braunen links-grün, mittel-rechts versüfften Sache Ja, so da. bin ich halt, so bin ich halt. Ich warte echt mal auf eine Woche, wo eine 1 ist. Dann ist so eine Stunde lang so, ja, es ist echt nichts passiert. Ja. Auch der CO2-Rückgang ist schön. Ja, aber das ist auch nicht diese Ja, Woche passiert. Ach, das sind egal, alles nehmt schöne eure Sachen, scheiß aber 4, gut das ist ist echt. nichts, wo man cool drüber reden kann, finde ich. Macht Nee. eure 4. Ich will noch eine Empfehlung rausgeben, und zwar Little Britain ist auch zurück. Die haben jetzt so ein kleines Quarantäne-Special gemacht auf YouTube. Oha. Die finde ich halt sehr witzig, die Das beiden. gucke ich mir Cool. tatsächlich wirklich an. Ja, das ist Aber witzig. das kann ich jetzt gerade nicht hören, weil die Musik ist so laut. Ja, wie jetzt? Wir sind doch gerade erst bei 59 Sekunden. Ja, aber mit Intro und Outro. Ja, das geht auch nicht jeweils 30 Sekunden. Also Na doch. ich höre noch keine Musik. Du hörst noch keine Musik? Nee. Kontroverse Dann Meinung. dreh Was mal sagt laut. dazu? Hören Sie schon Musik? Danke fürs Alter, Einschalten. warum reden Sie nicht mit uns? Alter, 100. Folge, Special, Herr. Als Gast, das wäre Ich großartig. dachte, 100. Folge wollen wir ganz, ganz viele verfassungsfeindliche Sachen machen. Ach so. Ups, das habe ich Naja, das machen wir mit, Herr.
Satire, Satire. Okay, Satire, 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 Satire,